Ali, hallo, Hallöle, ich bin heute früher. Es ist der 29. Mai und wir haben 17:02 Uhr. Ich bin ja eingeladen, muss also weg. Deswegen mache ich das ein bisschen früher, so 40 Minuten bevor der Markt schließt. Kann also sein, dass es dann noch die eine oder andere Verwerfung gibt. Am liebsten hätte ich es morgen früh gemacht, aber ich weiß, dass der eine oder andere von euch Positionen noch am Abend hat und will darüber was wissen. Das ist der DAX. Ganz kurz zur Erklärung, also auf Tagessicht. Ich habe diese Fibos nur vom letzten Zwischentief angelegt und nicht von dem großen Zwischentief hier vom Januar. Weil da liege ich also mit den Fibos kann ich momentan nichts anfangen. Deswegen, ich konzentriere mich hier für mich und meinen Handel über den Tag hinaus auf die kürzere Zeiteinheit, sprich hier seit dem 17.04. Da. Jetzt mache ich mal das Fadenkreuz raus. Wir haben heute zum einen die 20-Tage-Linie unterboten. Negativ. Wir haben auf dem 38er-Retracement nicht ganz genau aufgehört, ich glaube um 15 Punkte haben es da fehlt, von dieser Bewegung. Das heißt, das hier gilt als Korrektur. Wir haben, das untere Band steigt, das obere Band fällt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir grundsätzlich in den nächsten, sagen wir mal, 2 Wochen innerhalb dieser Range bleiben. Das ist die erste Aussage. Weiter geht's mit, wir sind negativ über das MACD. Ganz klar negativ und zwar von diesem Tag lang, kurz, kurz. Hier, von diesem Tag an kam es dann nochmal hoch. Das ist dann schon ein bisschen nervig, gebe ich zu. Und dann säuft er ab. Ich finde jetzt die Umsätze nicht so riesig, aber ich gucke sowieso nicht so sehr auf die Umsätze. Wir sind weiterhin im neutralen Bereich. Das waren wir am Wochenende auch schon. In der Stochastik leicht nach unten gerichtet. Also nur auf dieses Bild geschaut, muss ich davon ausgehen, dass der DAX durchaus nochmal hier wenigstens das 50er sehen kann. Das 50er ist deswegen so interessant, 18.262. Erinnert euch an dieses kleine Doppeltop hier, 18.240. Das ist also kein Punkt, das ist eine Range. Wie male ich die jetzt hier rein? Wo war das nochmal? Das war irgendwo hier. Da, Kästchen. Und zwar von hier bis da hinten hin. Schöne fette Range. Also das heißt 18.240 bis 18.262. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Support. Weil wenn wir hier wieder drunter gehen, dann sehen wir auch ziemlich sicher das untere Band. Dann haben wir nochmal 130 Punkte drauf auf der Uhr nach unten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nach oben, ganz klar, wir hatten ja gestern nochmal versucht, da ans High ranzukommen, jämmerlich gescheitert. 18.895 sieht man hier. Der Markt ist für mich so ein bisschen atemlos. Ja, der sucht Orientierung und er muss weiter ausatmen. Mir ist auf 4 Stunden Sicht was aufgefallen. Vielleicht nutzt euch das noch mehr. Und zwar, jetzt sind wir hier oben, Moment, muss ich den hier ziehen. Von hier rüber, dahin. Das ist der 4-Stunden-Chart. Das passt auf den Punkt. Das ist schon erstaunlich. Ja. Wir hatten es heute Morgen auch mal da bei Facebook besprochen. Da sagte das einer, nicht diese Linie, da sagte nur 18.000, oh, was war denn das, 420 oder so, Lutz, was hast du denn da gesagt? Irgend sowas, ne? Egal wie, der hat also hier auf den Punkt aufgesetzt, auf diese Linie. Wird das jetzt eine Wedge? Ich glaube es nicht. Ja, also es ist klar. Das ist aber für mich schon mal eine Linie, die sich auch morgen, beziehungsweise das ist die Kerze 16 bis 20 Uhr, morgen gehen wir hier ran, die hat weiter Bestand. Also ich lasse die auf jeden Fall drin, ich will wissen, was der Freund da macht. Aber sollte er darunter gehen, ist das 50er, na, ich möchte mal sagen, Pflichtprogramm. Das hier ist zwar der 200er gleitende Durchschnitt, allerdings auf 4-Stunden-Ebene, da gucke ich nicht so drauf. Das ist nur, wenn ich den im Tag eingestellt habe, dann wird er automatisch transportiert auf die 4 Stunden, auf die 1 Stunde und so weiter. Mit einer anderen Zeiteinheit. Was mir auffällt, auch beim 4-Stunden-Chart, wir sind jetzt schon recht tief. Wir hatten nur eine kleine weiße Kerze. Wir gelten als überverkauft, ja. Auch hier fast ein perfektes Moment, Verkaufssignal. Hier geht er durch. Die 80 durch, das ist diese Kerze hier. Wer im Verlauf dieser Kerze? Lang, kurz, kurz. Das ist dann nochmal eine Bestätigungskerze hier hinten dran. Also gab es zumindest keinen Grund, long zu gehen. Ob einer short geht, das überlasse ich jedem selbst. Aber das vom 4 Stunden her will ich das schon mal genau gucken, was der jetzt bis heute Abend 20 bzw. 22 Uhr macht. Jetzt haben wir morgen Feiertag. Es ist ein Irrglaube, dass die Bücher in Deutschland über Feiertage geschlossen sind.
die werden einfach weitergereicht, ja, also die Positionsbücher. Das, da bin ich mir sehr vorsichtig. Nur, es werden keine neuen Entscheidungen getroffen, fondsseitig. Das, ja. Dass wir dann noch einen Brückentag haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, die wichtigen Leute, die Entscheidungsträger, die haben auch einen im Büro sitzen, die gucken auf ihr Handy und sagen, ey, wir müssen das und das jetzt machen. Also da mache ich mich gar nicht so verrückt. Ich gehe nicht davon aus, dass morgen jetzt null Umsatz stattfindet. Aber ja, wir sind natürlich ein bisschen, auch heute durch die Inflationszahlen, das gibt zu denken. Weil die Inflation kommt ja nicht weiter runter. Und jetzt steht schon wieder, ich glaube, es ist am 6. ist das Treffen der EZB, jetzt steht schon wieder eine Zinssenkung in Frage oder mit einem großen Fragezeichen da. Ich würde sie nicht senken, wenn ich das Christine wäre. Ja, da würde ich einfach sagen, ey, sorry, das geht gar nicht. Da müssen wir jetzt mal ein, zwei Mal warten. Ich würde die Sommerpause abwarten. Ich würde mir das im September wieder anschauen und dann neu gucken. Ist das eine Enttäuschung? Puh, weiß ich nicht. Ja, also, das wäre eh nur ein Viertel gewesen, ja. Also von daher glaube ich das nicht. Gut, also das ist auf jeden Fall die 4 Stunden und die ist schon relativ tief. Aber wenn dieser Punkt hier nicht hält morgen, die 18.411, gehe ich von 18.240 bis 60 aus. Auch innerhalb der nächsten 2 Tage. Ich gehe nochmal auf den Tageschart. Oder komm, wir gucken mal auf die Stunde. Was ist denn da noch? Ja, bei der Stunde fängt es jetzt mal ganz leicht an zu steigen. Das nehme ich allerdings erst ernst, wenn wir nach 18 Uhr haben, ob das Ding dann hier bestätigt ist oder nicht. Hier, lang, kurz, kurz, ist es schon ein bisschen bestätigt. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Bereich hier morgen hält. Ich habe euch diese Scheine hier mitgebracht. Sekunde, da sind sie. Das sind die gleichen, wir haben letztes Mal, aber das sieht jetzt schon gleich wieder so hoch aus, 35er Hebel. Mein Gott, das Ding ist 500 Punkte weg. Ja, das sind rund 3%. Ja, das ist, ich finde, das ist in Ordnung. Warum soll ich denn einen nehmen, der bei, was weiß ich, 1180 liegt? Ja? Ich mag die ganz gerne, kann man schön mit drin spielen. Ich war sogar schon überlegen, ob ich den 623er tausche gegen einen 18.900er. Da warte ich aber auch noch ein bisschen. Also das gucke ich mir für Freitag an. Also, ich bin der Meinung, der Markt hat noch Platz nach unten. Ich gehe mal zurück auf den Tag. Hat noch Platz nach unten, das kann er ausschöpfen. Allerdings ist das hier ein ganz wichtiger Punkt für morgen, 18.411. Nach oben gilt das All-Time-High. Ich wüsste jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht, was jetzt da den Markt da hochtreiben könnte. Na gut, müssen wir mal schauen. Ich wünsche euch ein Heavy Trading und fette Beute. Bye, bye.